Ja, moin moin und mal wieder zurück willkommen auf dem Kanal. Heute gibt es Kaladesh, das Booster-Unboxing des Displays und zwar Teil 3 von 6. Das heißt, wenn wir das durch haben, haben wir das halbe Display schon leer. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber noch ist ja nicht so weit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ja. Sechs Booster und wir fangen einfach mal an. Paar Karten haben wir jetzt ja schon gesehen. Ich hoffe, ein paar schöne Karten sehen wir noch. So, es geht los. Und zwar ohne Autofokus. Wo ist er? Aha, so. So, ausgewählt zur Inspektion die erste Karte. Spontanzauber für ein blaues. Bringe eine getappte Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück und scry 1. Der typisch blau. Prakata Türsteher. Du kommst hinten rein. 3, 4 für drei beliebige ein schwarzes und Vanilla. Der Wirbelspurfalke, den kennen wir ja mittlerweile. Eifriges Konstrukt für zwei beliebige 2-2 Artefakt-Kreatur-Konstrukt. Und wenn es ins Spiel kommt, kann jeder Spieler, also nicht nur man selber, Hellsicht 1 anwenden. Dann haben wir die Fehlfunktion, das kennen wir ja schon. Riesenspektakel für ein rotes und ein beliebiges kriegt eine verzauberte Kreatur plus 2 plus 1 und hat Bedrohlichkeit. Die schwachen Jagen, das kennen wir ja schon. Der Holzflechter Rätselknoten, ich weiß gar nicht, ob wir den schon hatten in der Farbe, für 2 beliebige ein Artefakt. Wenn der Holzflechter Rätselknoten ins Spiel kommt, hältst du 3 Lebenspunkte dazu und 3 Energiemarken für 2 beliebige Opfern. Zwei beliebigen, ein grünes wohlgemerkt, opfern und wir kriegen drei Lebenspunkte dazu und drei Energiemarken. Da können wir halt Energiemarken und Leben draus ziehen, sondern haben wir den starrsinnigen Riesen für 5 Mana, 4, 5 bedrohlich, den kennen wir auch schon. Erste Ankommen, hinterlistige Pläne, die kennen wir glaube ich noch nicht, für ein schwarzes und ein beliebiges, Verzauberung. Immer wenn ein Artefakt unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du ein beliebiges bezahlen. Falls du dies tust, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt, du erhältst einen Lebenspunkt. Dann können wir noch bezahlen ein beliebiges, ein schwarzes, opfere die hinterlistigen Pläne, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du zwei oder mehr Artefakte kontrollierst. Okay, das ist ganz nett. Weil eine beliebige Kreatur zerstören ist nicht schlecht. So, hier haben wir was in den Rakdos-Farben und zwar unlizenzierte Zersetzung. Für ein beliebiges Schwarz-Rot. Spontanzauber zerstört eine Kreatur deiner Wahl. Falls du ein Artefakt kontrollierst, fügt die unlizenzierte Zersetzung dem Herrscher dieser Kreatur 3 Schaden zu. Das finde ich eine geile Ankommen, auf jeden Fall. Für 3 Mana, egal wie groß die Kreatur ist, kann man die zerschießen. Und der Beherrscher kriegt auch noch 3 Schaden. Die finde ich geil. Super geil, Spontanzauber. Ja, die hätte ich gerne viermal, auf jeden Fall. Dann haben wir noch Diener der Verbindung für ein beliebiges und ein grünes 2-2. Kreatur 11 Druide. Wenn er ins Spiel kommt, kriegen wir 2 Energiemarken und wir können tappen und eine bezahlen und unser Mana um eine beliebige Farbe erhöhen. Also tausche Energie gegen Mana. Rare Time. Der Luftschiffjäger, ja, den kennen wir doch. Den hatten wir doch schon als Promo-Folie bei. Hatte ich ganz am Anfang gezeigt, bevor ich das Display überhaupt aufgemacht habe. 3-3 für Doppelrot, doppelbeliebig und fliegend. Aufpumpbar für ein rotes, plus 1, plus 0 jeweils. Dann gibt es einmal für ein rotes Erstschlag oder für ein rotes kriegt er Eile bis zum Ende des Zuges. Oder alles zusammen. Also finde ich ganz cool, muss ich sagen. Schade, dass man die Eile noch so dazu kaufen muss, aber naja, gut. Gebirge. Oh, demolieren in Foil. Zerstöre ein Artefakt oder ein Land deiner Wahl für 4. Vollzimmer gern gesehen. Mit dem kleinen Blaunasengremlin.
Und dann haben wir noch einen Servo-Token, der ist auch sehr schick. Den habe ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht in der Form. Schön geworden auf jeden Fall, ja. So, weiter geht's. Booster Nummer 2. Autofokus lässt auf sich warten. Ja, da ist er. So, nicht bestandene Inspektion haben wir da als erstes. Für Doppelblau und zwei beliebige Spontanzauber neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, ziehe eine Karte und wirf dann eine Karte ab. Also Counterspell plus ein bisschen Card Draw. Also eher Card Quality, weil wir müssen wieder einen abschmeißen. Dann haben wir wieder den Türsteher, den haben wir eben gesehen. Privilegien anerkennen, aberkennen, genau das Gegenteil. Für zwei beliebige ein weißes, eine Kreaturenverzauberung. Zwar kann ich nicht angreifen, blocken oder Fahrzeuge bemannen, quasi wie Pazifismus für drei Mana, nur dass man dann halt auch keine Fahrzeuge mehr bemannen kann. Und die so auch quasi mit ineffektiv macht, wenn man halt den dringend dazu gebraucht hätte. So, dann haben wir den Äther-Theoretiker für ein beliebiges und ein blaues, 1-3. Wenn er ins Spiel kommt, kriegen wir drei Energiemarken. Wir können ihn tappen und eine Energiemarke bezahlen. Dann gibt es Scry 1, also einmal Hellsicht. Dann haben wir Vitalitätsschub für ein beliebiges ein schwarzes Spontanzauber. Eine Kreatur unserer Wahl erhält plus 1 plus 0 Lebensverknüpfung und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Okay, für 2, gerade mit Unzerstörbarkeit und Lebensverknüpfung. Das plus 1 plus 0 ist vernachlässigbar, würde ich sagen. Ja, nett. Nett, nett. Dann Mechanikerin des Aviariums für ein beliebiges ein weißes 2-2. Zwerghandwerker haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Wenn sie ins Spiel kommt, können wir eine andere bleibende Karte, die wir kontrollieren, auf die Hand des Besitzers zurückbringen. Dann haben wir Festivaleröffnung für ein beliebiges ein grünes, verhindere allen Kampfschaden, der Spieler in diesem Zug zugefügt wurde. Würde. Oh, schön, hier haben wir wieder ein Vehicle, also ein Fahrzeug. Für zwei beliebige gibt es die Luftbarke 2-3, fliegend und bemannen 1. Dann haben wir geifernde Gremlins. Ja, die sind noch ethertrunken, möchte ich sagen. Für zwei beliebige ein rotes 2-3. Und immer wenn ein Artefakt unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, erhalten die geifernden Gremlins plus 2 plus 0 und verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir jetzt hier eine Tapferkeit für ein grünes Spontanzauber. Kreatur können wir enttappen und sie kriegt plus 1 plus 3 bis zum Ende des Zuges. Den haben wir auch schon mal gesehen. Dann haben wir gebändigter Blitz für ein rotes und ein beliebiges Spontanzauber. Bestimme eine Kreatur deiner Wahl. Du erhältst drei Energiemarken. Dann kannst du eine beliebige Menge an Energiemarken bezahlen. Der gebändigte Blitz fügt der bestimmten Kreatur entsprechend viele Schadenspunkte zu. Wenn man noch Energiemarken auf Halde liegen hat, ist das auf alle Fälle ganz schick. Da gibt es dann netten Schaden auf eine Zielkreatur. Morbide Neugier. Okay, da sieht man. Cool. Ein Wissenschaftler oder Forscher oder ähnliches, der hier in einem Konstrukt wohl das Herz rausnimmt. Blau vor Äther. Also die Energiequelle ist ja eh Äther hier bei Kaladesh. Und ja, der nimmt den dann einfach mal auseinander, zu sehen, wie es auch funktioniert. Für Doppelschwarz und ein beliebiges Hexerei. Opfere ein Artefakt oder eine Kreatur zusätzliche Kosten, um die mobile Neugier zu wirken. Ziehe so viele Karten, wie die umgewandelten Mana-Kosten der geopferten bleibenden Karte betragen. Jo, also können wir ein bisschen Karten nachziehen. Ist zwar etwas teuer der Preis. Mal kurz nachgezählt hier. Das ist dann die dritte Ankommen. Danach kommen unsere Rare. Himmelfahrender Reisender für ein beliebiges, ein grünes, ein blaues 2-3. Fliegend verursacht Trampelschaden. Immer wenn der himmelfahrende Reisende einem Spieler Kampfschaden zufällt, erhältst du entsprechend viele Energiemarken. Okay, also der macht auch gut Energiemarken auf jeden Fall. Und was Blaues ohne Mythic. Metallurgische Beschwörung für Doppelblau und drei beliebige, eine Verzauberung. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, erzeuge ein XX farblosen Konstrukt, Artefakt, Kreaturenspielstände, wobei X gleich der umgewandelten Mana-Kosten jenes Zauberspruchs ist. Okay. Das ist nett. Dann haben wir
Nochmal die gleichen Beschwörungskosten müssen wir bezahlen. Schicke die metallurgischen Beschwörungen ins Exil. Bringe alle Spontanzauber und Hexereikarten aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du sechs oder mehr Artefakte kontrollierst. Okay, das ist natürlich ein düsterer Zusatzeffekt quasi. Ja, gut, sechs Artefakte muss man erstmal auf dem Feld haben. Aber dann, puh, Herr Doktor, das könnte wehtun. Okay. Ist zwar blau und eigentlich ganz meine Farbe. Auch sehr coole Insel hier. Hier oben Luftschiff. Sehr geil. Und nochmal ein hübscher Servo-Token. Okay. Vier Booster bleiben noch. Für dieses Unboxing. Ah, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das könnte ich den ganzen Tag von morgens bis abends machen. Und mich über die Karten freuen, die da rausgehüpft kommen. So, hier haben wir den Glasbläser-Rätselknoten. Das ist die ganze Geschichte mal in Blau und in Blau, ich weiß gar nicht, ich glaube, den hatten wir auf alle Fälle schon mal. Kriegen wir Hellsicht 2, wenn er kommt, und zwei Energiemarken. Und wenn wir den opfern, dann können wir nochmal zweimal scryen und kriegen zwei Energiemarken. Dann Aetherpassat für zwei beliebige ein blaues Spontanzauber, bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst. Und eine bleibende Karte deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, auf die Hand deines Besitzers zurück. Die haben wir auch schon mal gesehen. Dann haben wir raffinierter Schlag, Spontanzauber. Bestimme eines oder beides für ein schwarzes und ein beliebiges. Eine Kreatur deiner Wahl erhält minus eins bis zum Ende des Zuges. Lege eine plus eins Marke auf eine Kreatur deiner Wahl. Nur ein Weenie umhauen, einen von unseren stärker machen, ist okay für zwei, finde ich. Die Patrouille der 9. Brücke, die kennen wir auch schon. Da gibt es eine plus eins Marke auf ihn. Jedes Mal, wenn eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, das Spiel verlässt, finde ich eigentlich auch ganz cool den Effekt. Die Namen am Cobra kennen wir auch. Für ein grünes kriegt die Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Maschinenverschlingerin, Doppelblau, fünf beliebige, fünf, sechs. Und die kostet beim Beschwören, also beim Wirken, ein beliebiges Mana weniger für jedes Artefakt, das wir kontrollieren. Und für 6 Mana nochmal ein blaues und 5 beliebige kann sie in diesem Zug nicht geblockt werden. Okay, das ist natürlich 5, 6. Wenn man jetzt wirklich 5 Artefakte auf dem Spiel hat, auf dem Spielfeld hat, dann ist das für 2 natürlich eine feine Sache. Dann haben wir Gedeihen des Nashorn, das kennen wir noch nicht. Schicke Struktur des Horns. Für zwei beliebige und ein grünes, 2, 3. Wenn das gedeihende Nashorn ins Spiel kommt, kriegen wir zwei Energiemarken. Wenn es angreift, können wir zwei Energiemarken bezahlen. Und wenn wir das machen, gibt es eine plus 1 Marke drauf. Riesenspektakel haben wir schon gesehen. Plus 2, plus 1 und Bedrohlichkeit. Ätherresonanz für ein grünes Hexerei. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, zeige sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und mische deine Bibliothek neu. Blablabla, du erhältst zwei Energiemarken, okay? Ich bin zwar eher Fan von, bringe die sofort aufs Spiel, also getappt aufs Spiel, am besten ungetappt ins Spiel, aber das ist ja, ne, für eine Kombination dann zu stark. Dann machen wir einfach mal weiter mit dem rücksichtslosen Feuerweber für ein rotes und ein beliebiges, ans drei Mensch Handwerker. Und immer wenn ein Artefakt unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, fügt der Feuerweber jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Okay. Obsolet machen, die kennen wir schon. Erste Ankommen hierfür für 3 Mana, eins davon muss schwarz sein. Kreaturen, die unsere Gegner, also die deine Gegner, in diesem Fall unsere Gegner kontrollieren, erhalten minus eins bis zum Ende des Zuges. Also alle Kreaturen von allen Gegnern, ganz nette Commander-Karte bestimmt. Dann haben wir Langzahnjunges für ein grünes, ein beliebiges 2-2. Immer wenn das Langzahnjunge einem Spieler Kampfschaden zufügt, kriegen wir zwei Energiemarken. Wir können zwei bezahlen und legen eine plus 1 Marke auf das Langzahnjunge. Erste Ankommen, ja genau, zweite Ankommen, dritte Ankommen. Rennbahnfanatikerin, 2-1 für ein rotes und ein beliebiges mit Eile, Pilot und immer wenn ein Fahrzeug bemannt. Oder sie vielmehr, pardon, hält das Fahrzeug Eile bis zum Ende des Zuges. Alles klar. Fanatikerin, ja. Und Ätherstromreservoir. Okay, sieht auf alle Fälle schon mal schön aus. Für vier beliebige. Ein Artefakt. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, erhältst du für jeden Zauberspruch, den du in diesem Zug gewirkt hast, einen Lebenspunkt dazu. Okay.
Das ist nett. Bezahle 50 Lebenspunkte. Okay, das Ätherstromreservoir fügt einer Kreatur oder einem Spieler dann einmal 50 Schadenspunkte zu. Okay, das heißt, wenn wir keinen verlieren, müssen wir 30 sammeln. 31, damit wir nicht auch sterben. Und dann noch hoffen, dass er keinen Spontanschaden. Okay, ja, 50 finde ich natürlich schon, ja, eine harte Nummer, aber naja. Ein Zopter-Token. Der Zopter-Token. Ah, sieht das nur aus, dass sich der Propeller dann durchdreht, der Rotor? Ah, nee, das ist hier, hier ist vorne, alles klar, der fliegt von links unten nach rechts oben, sonst wäre das ein bisschen doof gewesen, dass das hier durchgeht, aber nein, das rotiert da drunter, ja, alles klar. Jo, was sagen wir dazu? Man weiß es noch nicht, also 50 Lebenspunkte, puh, erstmal zusammensammeln, ne? Vielleicht im Live-Game-Deck, wo man dann noch aus irgendeinem anderen scheißig Leben dazu holen kann oder so. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich bin ja eher lieber für direkt was auf die Schnauze hauen, als langfristig da Leben sammeln. Aber jedem das seine. So, Propellerpionierin. Für drei beliebige Anweis 2-1, fliegend und fabrizieren 1, die haben wir glaube ich schon gesehen. Himmelstor des Konsulats für zwei beliebige Artefakten Mauerverteidiger, Reichweite 04 für zwei beliebige, habe ich glaube ich schon gesagt. Dann haben wir nicht bestandene Inspektion, die haben wir gerade gesehen. Ambitionierter Äthergeborener, fabrizieren 1, 4, 3, 5 Mana. Fragmentieren haben wir. Und irgendwie ist das so ein bisschen unscharf, oder ich bilde mir das nur ein. Na, jetzt ist es besser. Hexerei für ein weißes Artefakt oder Verzauberung unserer Wahl mit Mana-Kosten 4 oder weniger zerstören, ist okay. Dukara V, den haben wir noch nicht gesehen. Auch ein schönes Konstrukt, also von der Optik auf alle Fälle. Vier beliebige, 2-4. Artefakt Kreatur Vogel für ein blaues Elder Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Naja, da ist das Artwork besser als die Karte selber, würde ich mal sagen. Das Nashorn, das kennen wir von gerade. Renegatenfrachter, noch ein Fahrzeug, sehr schön. Für drei beliebige, 4-3. Immer wenn der Renegatenfrachter angreift, erhält er plus 1 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Bemannen 2. Ui, das ist cool. Okay, Bemannen 2 ist nicht viel. Und plus 1 und Trampelschaden ist geil. Für dann hätte der 5, 4 und Trampel. Das ist okay, finde ich gut. Bin ja eh Fan von den Fahrzeugen, wie gesagt. Rücksichtsloser Feuerweber haben wir eben gesehen. Dann Appetit auf Unnatürliches kennen wir auch. Können wir ein Artefakt und Verzauberung zerstören und kriegen dafür zwei Lebenspunkte. Uns kostet der Spaß 3 Mana. Dann haben wir das Fabrikationsmodul für drei beliebige. Erste Ankommen, ein Artefakt. Immer wenn du eine oder mehrere Energiemarken erhältst, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und wenn wir die 4 bezahlen oder tappen, dann gibt es eine Energiemarke. Okay, also gerade mit den ganzen Kreaturen und so, die und diesen Knoten, die Energiemarken mit reinbringen, ist das vielleicht ganz interessant. Also finde ich nicht schlecht. So, dann haben wir Visionäre Augmentiererin für zwei beliebige und Doppelweiß 2-1. Zwerghandwerker mit Fabrizieren 2. Und dann haben wir zeremoniöse Ablehnung für einen blauen Spontanzauber. Neutralisiere einen farblosen Zauberspruch deiner Wahl. Okay, ist auf alle Fälle, ja, was sagen wir dazu? Auf alle Fälle ganz nett. Farbloser Zauberspruch ist ja auch zum Beispiel Artefaktspruch, ist in diesem Set ganz interessant. Würde mir spontan einfallen, absoluter Arschloch-Counter für ein Match gegen Eldrazi-Deck. Das ist, ja, nee, nicht wahr? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, gehen wir mal nahtlos zu Rare. Metallerner Koloss, okay. Das ist echt ein Koloss. 10-10 hat er für 11 Mana. Artefakt, Kreatur, Konstrukt. Der metallene Koloss kostet beim Wirken X weniger, weil X die Summe der umgewandelten Mana-Kosten aller Nicht-Kreatur-Artefakte ist, die du kontrollierst. Okay. Da muss man erstmal sammeln, dass man ein bisschen was runterkriegt. Opfere zwei Artefakte, bringe den metallenen Koloss aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Aber, was mir gerade mal einfällt, wenn man jetzt ein Fahrzeug hat, ist das ja eigentlich erstmal ein Artefakt. Und erst in dem Moment, wo es bemannt wird, wird es zur Artefaktkreatur. Das heißt, das müsste hier so ein ganz nettes Schlupfloch sein, um den Trigger-Effekt hier, also beziehungsweise den Kostenreduzierungseffekt hier zu nutzen, denke ich mal. Also wenn ich jetzt da keinen Knick drin habe in meinem
Gedankengang, dann sollte das auch so funktionieren. Konstrukt. Jo, okay, also das ist schon mal nicht schlecht. Und 10-10 geht gut nach vorne. Da mir ja schon im letzten Set der Imra cool versagt geblieben ist, den ich so gerne gehabt hätte. The Promised End, der wollte ja nicht zu mir kommen. Egal. Wir machen hier erstmal weiter und heulen hier nicht durch die Gegend. Vorletztes Booster für das Unboxing leider schon wieder. Ich finde es ganz schön traurig. Kuriositätenhinderin, 2 Mana, 2, 1, Vanilla, Bilb. Lebe schnell, okay. Da können wir für 3 Mana, 1 davon muss schwarz sein, in der Hexerei 2 Karten ziehen, verlieren 2 Lebenspunkte und erhalten 2 Energiemarken. Gibt es ja lebe schnell, sterbe jung, live fast, die young. Die Kombination, dann haben wir inspiriert. Ansturm, Kreaturen, die du kontrollierst, halten plus 2 plus 1 bis zum Ende des Zuges für 4 Mana. Dann haben wir die Maschinenverschlingerin, die haben wir ja gerade gesehen. Raffinierter Schlag haben wir auch gesehen. Eines oder beides, minus 1, minus 1 und plus 1 plus 1 Mark können wir verteilen. Gedeihender Steinbock, oh, er genießt erstmal schön die Ätherluft. 2, 4, 3 Mana. Beliebigerweise und ein weißes Kreatur Ziege. Wenn er ins Spiel kommt, gibt es 2 Energiemarken. Immer wenn er angreift, können wir 2 bezahlen. Und wenn wir das machen, kriegt er eine plus 1 Marke. Der Ziegenbock. So, Weiser aus Chialas Areal. Für ein beliebiges und ein grünes 2-1. Wenn der Weiser aus Chialas Areal ins Spiel kommt, erhältst du 3 Energiemarken. Ah, ich glaube, den hatten wir auch schon mal. 3 Energiemarken ist nett. Dann aber nochmal einen Renegatenfrachter. Den fand ich ja, wie gesagt, cool. Kostet 3. Bemannen kostet dann 2. Und plus 1 Trample finde ich schon mal echt solide, muss ich sagen, für eine Kommen. Dann haben wir das emotionale Wiedersehen. Für 2 Mana, eins davon muss rot sein. Müssen wir 2 Karten von ab. Um das zu wirken, müssen wir 2 Karten abwerfen als zusätzliche Kosten, dürfen dafür 3 ziehen. Wutentbrannter Vergeltungsschlag. Okay, das hört sich schon mal gut an. Eine Hexerei für 3 beliebige, ein rotes. Und der wutentbrannte Vergeltungsschlag für 2 Kreaturen und oder Spielern deiner Wahl je 2 Schadenspunkte zu. Okay, für 2 Kreaturen und oder Spielern. Das heißt, wir können theoretisch 2 Kreaturen und 2 Spielern im Multiplayer Schaden schießen von 2 Punkten. Okay. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Das ist nämlich sehr nett. Diener der Verbindung. Wenn so reinkommt, 2 Energiemarken. Und dann können wir tappen, eine bezahlen und dafür einen Mana unserer Wahl kriegen. Dann haben wir den Schmugglerbus. Den kennen wir auch nicht. Äthergeborener Räuber. Ein blaues, ein schwarzes, 1-4 mit Lebensverknüpfung. Und immer wenn ein Artefakt unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, können wir Scry 1 machen. Und es gibt. Inhaftiert vom Konsulat, 3 beliebige ein weißes, Verzauberung Aura, die verzaubert eine Kreatur, die du nicht kontrollierst. Die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen, immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch wirkt und falls der Zauberspruch ein einzelnes Ziel hat, ändere das Ziel auf die verzauberte Kreatur, falls möglich. Okay. Ja, also wenn er einen Schaden schießen will, ja gut, wenn die Verzauberung da liegt, dann wird er das wohl eher nicht tun oder er zerschießt dann halt seine eigene Kreatur quasi. Ja, ganz wie es beliebt. So lala, weiß ich nicht, finde ich. Oh, da haben wir den Schmugglerboss nochmal in voll. Und ein bisschen Token. 6-6. Ja, was sagen wir zu der Rare? Puh. Ich weiß nicht, entweder erschließt sie mir der tiefere Sinn noch nicht, oder sie ist so lala halt eine Kreatur kastrieren. Und, jetzt muss ich einfach nochmal kurz. Entschuldigt, aber einmal nochmal kurz den Wortlaut nachlesen. Immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch wirkt, und falls der Zauberspruch ein einzelnes Ziel hat, okay. Also das heißt, auch wenn er einen Spieler anzielt, dann geht der Schaden, also wenn es ein Schadensspruch ist, doch auf die Kreatur. Okay, alles klar. Letztes Booster, liebe Leute, leider schon wieder. Wir machen weiter mit den Himmelssoghabicht. 4 beliebige, ein weißes, 3-4 fliegend. Bastion Mastodon 4, 5, 5 und für ein weißes Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Die Kuriositätenhändlerin, die finde ich jetzt nicht so dolle. Den Aasfresser für 6 Mana, 4, 6. Und wenn er reinkommt, können wir eine Artefakt- oder Kreaturenkarte auf dem Friedhof oben auf die Bibliothek legen.
wenn es ins Spielfeld, aufs Spielfeld wäre, wäre es stark. So ist es nicht so wirklich. Glanzband Kunsthandwerker für 3 Mana, 2-2 mit Fabricate 1. Spontane Straßenkünstlerin haben wir eben gesehen. Da gibt es Eile. Dann haben wir Appetit auf Unnatürliches. Artefakt oder Verzauberung zerstören und 2 Lebenspunkte kriegen. Selbstmontierer kennen wir noch nicht. Artefakt, Kreatur, Montagearbeiter für 5 beliebige 4-4. Wenn er ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Montagearbeiter, Kreaturenkarte durchsuchen, sie offen zeigen, auf deine Hand nehmen und dann deine Bibliothek mischen. Okay. Das heißt, wenn man die viermal im Deck hat, kann man sich die immer fleißig auf Hand suchen. Ja, okay. Chandras Pyrohelix, 2 Schaden, aufteilbar. Dann ein neues Vehikelfahrzeug. Für 4 beliebige gibt es das Oval-Hatz oder den Oval-Hatz Dragster. 6-1 verursacht Trampelschaden und hat Eile und bemannen 1. Okay, schnell auf die Schnauze, zwar auch schnell kaputt, aber okay, finde ich gut. Ein Zug, ja, vielleicht sogar, na, also Eile ist schon mal gut. Man braucht eigentlich nur 4 Mana und eine 1-1-Kreatur schon auf dem Feld. Dann kann man sofort 6 Schaden damit verteilen. Finde ich gut. Wie gesagt, hält zwar nicht wirklich was aus mit einem, aber vielleicht die Unzerstörbar noch machen für einen Zug, dann hat man wenigstens 2 Züge und dafür sind die Mana-Kosten echt okay. So, Minister der Revision. Okay, alles klar. Er zerpflückt hier die Bücher. Für ein blaues 1-2 und wenn er ins Spiel kommt, 2 Energiemarken, können wir tappen und eine Energiemarke bezahlen. Ein Spieler in der Wahl legt die obersten 3 Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof, also was zum Millen. Dann haben wir den Windhauchweber Engel für 6 Mana, also doppelweiß 4 beliebige, 4-4 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, kannst du eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil schicken und ihre Karte dann unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurückbringen. Ich weiß nicht, ich finde das immer noch ein bisschen ungünstig formuliert in der deutschen Übersetzung, aber wir gucken mal kurz, wie viel da ankommt. Das ist die dritte, unsere letzte Rare für dieses Unboxing. Rot ist gut. Gebietstreuer Gierschlund hatten wir den nicht schon mal. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, ich glaube schon. Für 4 beliebige, 3 beliebige und ein rotes sind insgesamt 4. 2-2 in Gremlin verursacht Trampelschaden. Immer wenn du eine oder mehrere Energiemarken erhältst, erhält der Gebietstreue Gierstunde 2-2 bis zum Ende des Zuges. Kommt mir verdammt vertraut vor. Ich glaube, die hatten wir schon mal. Ebene. Oh, eine Foilinsel. Und ein Servo-Token. Jo. Das war Booster Unboxing Nummer 3 von 6. Ein, zwei nette Sachen dabei gewesen, aber der Ultraknaller lässt irgendwie noch so ein bisschen auf sich warten. Eben Kollege geschrieben, der hat in seinem ersten Booster gleich einen Planeswalker drin gehabt. Gut, wir hatten im dritten Booster, ihr habt das erste ja wahrscheinlich mittlerweile gesehen, hatten wir auch was Schönes drin. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich es gerne angucken. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Das war das Unboxing und wir sehen uns, würde ich sagen, zu Teil 4. Bis dahin, macht's gut, ciao.